Meditationserfahrungen sind oder waren für dich die intensivsten? Das war dreimal Erfahrung, kann ich nie vergessen. Die erste Meditationszustand, was ich erreichen gehabt, ne? Ich war so voller Freude und so weiter, weil das ist ganz anders. Ich konnte überhaupt nicht vorstellen vorher. Und weil ich in unserem Minhang sehr intensiv wurde ausgebildet, ne? Und habe ich auch so tiefes Wissen bekommen, diese Spiritual mit sexuelle Energie nicht trennen kann. Da habe ich auch so ungefähr 10 Jahre habe ich immer sexuelle Übungen gemacht, ne? Und dann in die Meditations Zustand. Ich habe versucht, dass ich diese Sex, das ist unteren Bereich, untere Chakra, ne? Unterer Bereich, meiner Geschlechtsorgan so zu bewegen. Ne? Ich sitze da, aber bewegt wirklich unten auch ganz intensiv. Ne? Das ist so, merke ich, von mir unten eine Energie gezeugt, weil das eine volle Bewegung und so weiter. Ne? Das ist so wie ein lebendiger Organismus. Und dann fange ich immer dran zu konzentrieren, ne? An die unten, aber nicht, was ich danke und so weiter. Die langsam kommen langsam diese Energie von unten nach oben geschaukelt, ne? Von unten immer nach oben geschaukelt. Da habe ich gemerkt, oh, kann sein, das ist die Meditationszustand, ne? Und da hat mich richtig gefreut. Danach habe ich auch einige alte Bücher gelesen. Tatsächlich so, normale Meditation, wenn du die normale Methode verwendest, ne? Diese ganzen Gefühl, diese ganzen Kühlgefühl ist vom Kopf nach unten. Diese ganz Kühlgefühl ist so. Aber dass die Nachteile ist, dass wir dann nur ganz kurz oder manchmal, das geht sehr schnell wieder weg. Aber das ist schwer zu praktizieren, dass diese Energie von unten nach oben zu kommen, dass wir dann viel mehr kräftiger und dann bleiben auch viel mehr lange. Und das ist ein bisschen mehr bodenhaftiger. Das ist schon zwei unterschiedlich, das Bemerkung, dazu beweisen, dass ich diese Meditation mit sexueller Energie nicht trennen kann. Ne? Das ist meine erste Erfahrung. Und dann habe ich die zweite, was ich nie vergessen habe, das ist einmal ich in unserem Minhang-Tempel meditiert. Du weißt, ich habe letztes Mal Video auch gesagt, ich habe schon ausgebildet, schon ungefähr 10 Jahre. Ne? Und als Höherpriesterin diese Aufgabe bekommen. Aber innerlich eigentlich, ich müsste umgehen, weil selber, ich bin noch nicht so weit. Ich habe nicht genug das gelernt. Ich bin selber immer finde, ich habe die Wissen nicht genug, um die anderen Leute zu zeigen oder zu erklären. Ne? Davon ist wirklich, hat dieser mangelhafte Wissen. Ich weiß nicht, wie ich diese Aufgabe erfüllen kann. Deswegen habe ich immer so ein bisschen von meiner Pflicht weglaufen. Bis ich meine Tempel der aus die diese Projekt auf Leben gerufen hat, da habe ich sehr intensiv um diese sexuelle Energie bearbeitet, an mich selbst gearbeitet. Ne? Dann eines Tages bin ich selber sagt, oh Jasmin, bist du so weit? Ich bin so weit. Ne? Ich bin sehr überzeugt, was ich gelernt habe. Und auch innerlich diese Bereitschaft, ja, jetzt werde ich auch wirklich meine Aufgabe zu tätigen. Dann habe ich auch in unserem Minhang-Tempel mit Universal Schöpfung Gott gesagt, ich werde ab jetzt für ihn zu dienen. Und in diesem Moment, und da habe ich komplett eine sehr starke Energie bekommen von außen und so weiter, das war
sehr konzentriert und dann so wie eine Kugelball, ne? Diese Energie ist reingepresst zu mir und dann überall in das, so wie ich bin, so wie durchsichtig. Ne? Das kann man so reinkommen und mein Mund konnte überhaupt nicht zumachen. Das war so dick und so weiter. Ich konnte nicht mehr bewegen. Und das ist die komplette Information, ist auf die meine Körper reingeflossen. Ne? In Tibetisch Buddhismus heißt Guandin. Guan heißt reingegossen. Ding heißt von dem Kopf nach unten komplett reingegossen. Ne? Das ist die komplette Wissen von Schöpfungs Gott sehr viel Information mir gegeben. Deswegen, was ich jetzt Leute erklärt oder was ich jetzt versuchen Leute zu zeigen, die Wissen ist nicht von mir. Ne? Das ist die Universalwissen. In den letzten Jahren habe ich mein Projekt Dao Massage auf Leben gerufen. Und in diese seit dieser Dao-Massage, ich versuche diese sexuelle Energie zu verbinden, zu sexuelle Energie zu umwandeln und dann mit Liebe zu verbinden. Sexuelle Energie wandeln das um die Liebesenergie und mit Liebesenergie verschmelzen. Ne? Und dann versuchen, dass es die Leute durch Massage diese Form wieder zu weitergeben. Ne? Das ist eine andauert geben und nehmen. Das ist so. Ne? Nehmen diese sexuelle Energie, wandeln das um das Liebesenergie und diese Liebeenergie wieder, gibt es weiter, ne? Durch Massage diese Form. Dann habe ich gemerkt, das ist der zweite Weg, das ist du eigenen Lebensenergie werden kann. Ne? Das ist beherrscht die beides. Einer ist nur Sexualenergie ohne Liebe. Das ist, was Daoismus das immer praktiziert und beherrscht. Ne? Und dann noch ein Weg ist diese Sexualenergie, wandeln das um das Liebe, verschmelzt mit Liebe. Und dieser Weg kannst du auch genauso erreichen. Ich beherrsche zwei Systeme. Und dann bei meiner Eintags habe ich auch sehr intensiv meditiert. Ne? Und habe ich auch eine Stimmung von innerer, eine Frage mich gestellt. Jasmin, du beherrschst diese Energie auch. Ne? Dann kannst du auch diese sexuelle Energie zu benutzen, um diesen Meditationszustand zu bekommen. Dann in diesem Moment habe ich sehr zurück in mir selbst konzentriert. Ich habe das gemerkt, zwar ist das beherrscht, aber das ist nicht mein Weg. Ich lege das ab. Dann in diesem Abend habe ich nicht den Meditationszustand bekommen. Und der zweite Tag war es wieder in unserem Intern-Tantra gegangen. Dann habe ich auch nochmal andeutlich zu Universalschöpfungsgott gesagt, auch was meine Bestimmung ist. Ich werde dann diesen Weg gehen, durch diese Liebesenergie diesen Weg zu gehen, durch Liebe diesen Weg zu gehen. Und dann plötzlich komme ich wieder plötzlich dieses Gefühl, so wie jemand dann mit mir kommuniziert und dann hat auch gehört, was ich gesagt habe. Und plötzlich kommt wieder dieser Zustand und komplett diese Energie ist reingeflossen und dann in meinen Mund wieder komplett offen. Ich konnte so starr, ich konnte nicht mehr bewegen. Das war so dick, diese Energie, was ich wieder erlebt habe. Ja, das ist drei sehr besondere Erleben in meiner Meditationsgeschichte. Ne? Dann kann ich auch nie vergessen. Und dann werde ich auch durch meine eigene Erfahrung und zu Leuten sagen, dass sie um diese Energie zu beherrschen, oder du benutzt das, aber bist du nicht. Oder bist du selbst, ist diese Energie.
Das gibt zwei Wege. Ne? Einer ist so wie zum Beispiel, das ist eine Tischale, da drinnen ist Energie, universale Energie, ne? Magie und so weiter. Wenn du nicht mit Liebe verbindest, dann kannst du auch sexuelle Energie benutzen, um dass sie diese Energie zu bekommen. Ne? Aber das ist so wie ein kleiner Cup. Du stehst da drinnen, du kannst das, die Energie sehen, spüren, benutzen, aber bist du diese Energie nicht. Oder gibt noch einen Weg, das ist, du benutzt diese Liebesenergie, du versuchst diese sexuelle Energie umwandeln als Liebesenergie, verschmelzen, dann bist du diese Energie, dann bist du nicht mehr dran mit dieser universalen Energie. Das ist auch ein Weg. Letztlich, wie das entscheiden, liegt jeder selbst eigentlich. Ne? Was ist der Unterschied, ob ich selbst die Energie bin oder nur eine andere Energie benutze? Das schon hat gigantisch unterschiedlich. Weil ich habe einmal gesagt, ne? Schöpfungskraft, Schöpfungsenergie ist eine bewusste Liebe. Diese Liebe, nur durch Liebe hast du verbunden mit Schöpfungskraft. Und dann in meiner Vision, dass zu Schluss werden diese Gedanken von Schöpfung, ne? Diese Gedanken auflöst, dass wird Yin und Yang auflöst. Was übrig bleibt, nur mit dieser Liebe verbunden. Sofern, wenn du das ist, wollen für ewig verbunden mit Schöpfung, ne? Dann musst natürlich diesen Liebesweg benutzen. Ansonsten kannst du andere Weg nie diese direkte Verbindung zu schaffen. Das ist ganz einfach antworten. Richtig ist, deine Energie zu benutzen. Verbinden doch diese drei Chakra von dir. Untere Chakra, sexuelle Energie, Herzchakra, das ist die Liebesenergie, und dein dritte Auge, das ist Geistenergie. Nur diese drei Kombinationen zusammen verbinden, dann werden unsere Kronenchakra öffnen, dass wir diesen Zugang verbinden mit Schöpfungskraft, mit Schöpfung, Universalenergie. Ne? Das ist der richtige Weg eigentlich für uns. Und dann letztlich, das werden, weil ich habe damals gesagt, göttliche Energie ist eine Gedanken, eine bewusste Liebe. Letztlich, das geht darum, von dem Ursprung wieder zurückzukehren. Zu Schluss wird das sowieso alles aufgelöst. Yin und Yang. Bleibt eigentlich, was letztlich bleibt, nur die innere Liebesenergie. Wenn du diese Liebe bist, wirst du zurückgefühlt. Ansonsten hast du deine alles Bemühen umsonst.